Marode Fenster und bröckelnde Wände. Schimmel und Algenbildung. Zerstörte Bausubstanz. Das sind keine Bilder aus einer alten Militärkaserne irgendwo in Afrika. Das sind Bilder aus Deutschland im Jahre 2011. Hier müssen Menschen leben, oft viele Jahre. Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, Asylbewerber. Viele wollen aus Angst vor Repression nicht erkannt werden, aber sie wollen reden über die Zustände. Alles in Schlimm. Küche, Dusche, die Toiletten. Obwohl wir Menschen sind, jetzt fühlen wir eine Tiere. Zustände, die es eigentlich nicht geben sollte. Vor mehr als 2 Jahren gerieten schon einmal die bayerischen Gemeinschaftsunterkünfte in die Kritik. Schon damals versprach die bayerische Sozialministerin schließlich einheitliche, zeitgemäße Lebensqualität und Wohnqualität herstellen für die Betroffenen. Solche Sammelunterkünfte wie in Würzburg, die soll es nicht mehr länger geben, richtig? So ist es. Dafür setze ich mich ein. Zeitgemäße Wohn- und Lebensqualität. Der marode Backsteinbau stammt aus dem 19. Jahrhundert. Vor 150 Jahren lebten hier Soldaten der Königlich Bayerischen Armee. Heute sind es 135 Asylbewerber. Zustände wie diese sind es, die vor wenigen Wochen von den Vereinten Nationen scharf kritisiert wurden. In ihrem Ende Mai veröffentlichten Deutschlandbericht kommt die Sozialkommission zu dem Ergebnis, Asylbewerber seien in ungeeigneten und überfüllten Unterkünften untergebracht, würden nur in akuten Fällen medizinisch versorgt und erhielten unzureichende Sozialleistungen. Ein Interview zu den Gemeinschaftsunterkünften wollte uns Ministerin Hadertauer nicht geben. Auf Nachfrage teilte uns das Ministerium mit, die Mittel zur Sanierung seien erheblich aufgestockt worden. Ziel sei es, wo notwendig, die baulichen Verhältnisse in den Gemeinschaftsunterkünften weiter zu verbessern. Schöne Versprechen. Nur in der Kaserne Augsburg sieht man davon kaum etwas. Hier hat man die Gelder für den Bauunterhalt dieses Jahr um 20.000 Euro auf insgesamt 149.000 aufgestockt. Viel zu wenig. Und eigentlich stünden nach den bayerischen Leitlinien für die Unterkünfte jedem Bewohner 7 Quadratmeter Wohn- und Schlaffläche zu. Wenig genug. Aber selbst diese haben viele der Bewohner nicht. Ständig gibt es Konflikte. Wir können uns nicht aus dem Weg gehen. So wie wir leben hier, das ist permanenter Stress. Das geht auf die Psyche. Schuld daran sind die Umstände. Wir hassen uns nicht, aber so wie wir leben müssen, werden wir dazu gebracht, uns zu hassen. Professor August Stich kennt diese Geschichten. Seine Kritik an den Lagern wiegt besonders schwer. Er kennt die Verhältnisse von innen. Im Auftrag der Regierung Unterfranken betreut der Mediziner Asylbewerber in einer Gemeinschaftsunterkunft. Wir glauben, dass Gemeinschaftsunterkünfte die Menschen wirklich krank machen. Wir sehen eine Zunahme an den Symptomen von psychiatrischen Erkrankungen, von Belastungsstörungen durch die Realität des Lebens in den Lagern. Und sie haben Angst um ihre körperliche Gesundheit. In der Kaserne gibt es Ungeziefer, Taubenzecken. Der Hausmeister hat doppelseitiges Klebeband angebracht, sagen die Bewohner. Mehr sei nicht geschehen. Das Zimmer hat irgendwas mit Jucken und Tränen. Gibt es und läuft immer über den Wald. Wir zeigen die Bilder aus Augsburg dem Regensburger Juraprofessor Thorsten Kingren. Katastrophal, ja. Für ihn besteht kein Zweifel. Hier wird ganz offensichtlich gegen ein Grundrecht verstoßen. Gesundheitsgefährdend. Wenn nun der Staat den Menschen die freie Entscheidung darüber abnimmt, wie sie leben, wo sie leben, dann hat er auch zugleich eine gesteigerte Schutzverantwortung. Eine Schutzverantwortung für Intimsphäre, Familienleben, aber insbesondere für die körperliche Unversehrtheit. Die körperliche Unversehrtheit ist grundrechtlich garantiert in Artikel 2.2 des Grundgesetzes. Und sie bedeutet, dass im Ergebnis Menschen, die in einer Unterkunft leben, wo die Gesundheit gefährdet ist, keine Verpflichtung haben, in dieser Unterkunft zu leben. Und es sind nicht nur marode Wohnverhältnisse, die den Menschen zu schaffen machen. Ortswechsel, die Gemeinschaftsunterkunft Aschaffenburg. Auch das Leben hinter Stacheldraht kann krank machen. Leben unter ständiger Beobachtung. Vor 8 Jahren flüchtete Manal mit ihrer Familie vor dem Terror in Syrien. Politisches Asyl bekam sie nicht, abgelehnt. Heute hat sie alle Hoffnung verloren. Keine Ausbildung, keine Arbeit, keine Perspektiven.
8 Jahre, das ist zu viel. Alle Leute, jetzt ganze Welt weiß, was unser Regime ist. Ja, deswegen, sie glauben uns jetzt ein bisschen. Aber die Lage hat sich nicht verändert. Wir müssen immer noch hier warten, in Asylheim. Und jede Minute für uns in Asylheim kostet viel für uns. Jede Minute macht unsere Seele ein bisschen kaputt. Das Prinzip Abschreckung, damit die Abgelehnten gehen und andere erst gar nicht kommen. Das ist das erklärte Ziel der bayerischen Flüchtlingspolitik. Schließlich heißt es in der entsprechenden Verordnung, die Zuweisung in Unterkünfte soll die Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland fördern. Man will signalisieren, wir wollen euch hier nicht haben, ihr seid nicht willkommen. Und wir sehen auch, dass die Leute durch das Verfahren zermürbt werden, in der Hoffnung, in Anführungszeichen, dass sie möglichst bald freiwillig zurückkehren.